Willkommen damit zu Worms Reloaded. Wir machen hier eine kleine Würmerparty heute mal. Und wie ihr es natürlich von Worms kennt, ist es hier natürlich auch ein bisschen... Ja, wie soll man sagen? Besonders. So. Ne, ihr wisst schon, so stumpf wie Mr. Dad und so bleiben alle mal stehen. Sprachsatz. Oh, geile Stimme, ne? Also man hat auf jeden Fall... Cinnamon Cruel. Salut! That must be a foul. The defense rests. Bravo! Thank you for choosing Intex. That was pants. Splendido! Fin troppo facile! Attack! Watch this one! Brilliant! ZOMG! A fatality! So, wir suchen hier mal, Oh no! Das wirst du bereuen! Wait for it! It's a beautiful 1-2 combination! Wir nehmen mal den Box-Kommentator. Ich glaube, der ist gerade so eines der besten, die man jetzt hier haben kann. Ja, natürlich. Wir wollen natürlich jetzt das Worms-Imperium übernehmen. Bevor man natürlich mit dem Kampf losgeht, er muss natürlich nur eine Grundlage von dem Spiel wissen. Bewegen, hüpfen und so weiter ist natürlich alles möglich. Ja. Guck mal, so einfach geht das. Ja. Können uns hier natürlich jetzt mit der Kamera. Und das ist hier das komplette Spielfeld, ne? So. Gut. Kamera haben wir auch verstanden. Und. Hier sehen wir dann die ganzen Waffen, die wir machen können. Ich nehme einfach mal. Die Schrotflinte. Also es ist eigentlich recht einfach. So, Worms kennen wir eigentlich sicherlich alle, ne? So. Und das wollen wir jetzt kurz auch ausprobieren. So, da ist auch noch ein Spielfeld, da auch noch. Trademark rights. Ja, ist eigentlich auch ganz einfach. There's a jab. There's a jab. Jo. Jetzt kann man eine andere Waffe rausholen, wie zum Beispiel hier mal die der Luftangriff. Seht schon, Worms im Fußballfieber, das ist doch was Gutes. Kaboom. Das kann natürlich auch auf der anderen Seite machen, ne? So. Dynamit haben wir auch noch zur Auswahl. Dynamit. Einmal hinlegen und weggehen, ganz schnell. Macht's Boom. Jetzt dürfen wir das mal tun. So. Geht's hier mal ein bisschen schneller, dankeschön. He's throwing bombs. All the player can do is cover up. Jetzt haben wir noch die Granate. Ne? Mit der Granate sieht das so aus. Help! Oh no! Oh.
machen wir jetzt auch. He's winding up the trademark rights. Da hat die Granate Wasser geschluckt. What a big right hand! What a big right hand! Der war aber lucky, ne? Der war ja wirklich lucky. What a big right hand! Ja, gut, okay. Haben wir damit also auch geschafft. Das haben wir noch. Die Bazooka. Die Bazooka macht natürlich Schaden ohne Ende. Das hat jetzt natürlich auch was vom Wind ab. Ist natürlich auch vom Wind abhängig. Das war natürlich nichts, das ist klar. Also. Schauen uns den Wind an. Hier ist kein Wind, das ist gut. There's a jack. Oh. There's a jack. Oh, aua. Oh. Aua. Entschuldigung. There's a jack. Es tut mir ja leid, ne, dass ich dich gerade so ein bisschen geschadet habe. Dich so geschadet habe, auch geiles Deutsch, ja? There's a jack. Ja, wir nehmen das so eine Tutorial für uns, können wir mal ein bisschen sehen, was hier so gut ist. Natürlich müssen wir jetzt hier auch so ein bisschen auf die Gesundheit achten und die Gesundheit ist natürlich ganz stark. 100% ist Standard. What's this? Aua. Au. Au. Ja. He slips and touches down. Punkt, oder? Haben wir gerade gesehen, 39. Fuck, fuck, fuck. Outstanding. Und dann natürlich auch schon wieder was verloren. Ja, indem wir Gesundheit aufsammeln und. Diese Kisten dürfen wir jetzt aufsammeln. His opponent. No. That one took him off his feet. Oh. Yeah. His mouth is wide open. He needs air. So, haben wir natürlich his mouth is wide open. He needs air. Mit einem Ninja-Seil kann man was ganz Besonderes machen. Das sehen wir jetzt nämlich hier. Ninja-Seil, kannst du dann schön einmal hochschlängen. Yay! Kannst du den Ninja hier rumbewegen. Das ist doch richtig geil, oder? So. Das Ninja-Seil. Dann müssen wir nämlich einmal hoch. Die Leertaste drücken. Oder auch nicht. Ja. He's taunting his opponent. So, jetzt haben wir natürlich auch noch einen Fallschirm. Aber können wir so schön runtergleiten. Ah, ist doch schön, oder? So, wir schauen uns den Fallschirm auch gleich nochmal selber an, wie das funktioniert. Indem wählen wir einfach mal mit der Taste den Fallschirm aus. Wir fallen, tun die Leertaste und schon geht das ganz geschmeidig runter. He's taunting his opponent. So. Also eine Rakete ist auch geil, oder?
dürfen wir uns jetzt nämlich anschauen. Nämlich das Jetpack. So. Da müssen wir nämlich Leiter so drücken. Und natürlich auch der Teleporter. Der ist ganz wichtig, weil da können wir uns nämlich wieder wohin teleportieren. Das ist doch geil, oder? Warum teleportieren? Also, teleportieren. So, den Ort, wohin wir teleportieren wollen, das ist jetzt zum Beispiel hier. Und somit hätten wir das auch geschafft. Wir möchten jetzt natürlich, so langsam mit dem Spiel anfangen. Und da können wir tatsächlich nicht viel machen. Nein, ja, das ist hier natürlich jetzt ein bisschen blöd, aber ja. Natürlich jetzt ein bisschen blöd. Aber ist nicht so schlimm, weil wir ja so fast schon fertig sind. Wir haben euch ein bisschen Worms Reloaded gezeigt, also das neue Worms. Schade, dass die Einzelspielerversion tatsächlich nicht verfügbar ist, also beziehungsweise dass es ja allgemein nicht recht viel verfügbar ist, aber das macht natürlich nichts. Wir hatten recht viel Spaß mit dem Spiel und sagen deshalb viel Spaß beim selber spielen und wenn ihr Bock darauf habt, kauft es euch. Wir sehen uns, tschüss und auf Wiedersehen.